Bevor ich aber sage, mal die Nachteile auf einen Blick, zwei ganz entscheidende Sätze hier oder zwei ganz entscheidende Sätze zu den Nachteilen, und zwar für den Arbeitnehmer, der auch ein Player ist, der auch in das System eingebunden sind, sind für mich zu keinem Zeitpunkt und in keiner Situation irgendwelche Nachteile, irgendwelche Verluste, irgendwas Negatives denkbar. Egal welche Situation, ich jetzt sagen, ob das jetzt eine Kündigung ist, ob das eine Insolvenz ist, ob das ein Ausscheiden ist, ob das ein Arbeitgeberwechsel ist, da ist kein Nachteil zu keinem Zeitpunkt erkennbar. Wenn es da was Tieferes ist, kann ich Ihnen gerne auch erklären, warum. Und für den Arbeitgeber gibt es einen ganz entscheidenden Punkt, und der ist kardinal wichtig. Ich würde nicht mal als Nachteil, der Arbeitgeber muss mit dem Geld natürlich auch eine Rendite erwirtschaften, und zwar mindestens in Höhe, die er zugesagt hat, also irgendwo zwischen 2 und 2,5% muss der Arbeitgeber erwirtschaften. Wenn er sagt, es ist unmöglich, mit Geld, das ich in die Hände bekomme, 2 oder 2,5 oder vielleicht auch 3% zu erwirtschaften, dann ist das Modell auf jeden Fall das falsche für ihn. Wenn das sich ein Unternehmer nicht vorstellen kann, dann geht es auch nicht für ihn, dann ist auch der falsche für das System. Und wir als Erwirtschafter, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn er, wie der Herr Jörgisch gesagt hat, den Kontokorrentkredit zurückzahlt oder tilgt, ja okay, dann hat er schon mal eine Rendite von 9 oder 9,5 oder 10,5% erreicht mit dem Geld. Wenn er seinen Bankkredit zurückzahlt, erreicht er ganz automatisch Renditen von 4,5, 5 oder 5,5%, was eben der Bankkredit kostet. Und wenn er auch keine Bankdarlehen mehr hat und legt es am Kapitalmarkt an oder wächst mit dem Unternehmen, ja, dann sollte eben auch eine Rendite von 2, 2,5, 3% irgendwo mit seinem Vermögensberater, mit seinem Anlageberater oder im Unternehmen außer Investition zu erreichen. Und wenn sich das Unternehmen nicht vorstellen kann, dass er 2,5 oder 3% erwirtschaftet, die meisten Unternehmer haben schon Kontokorrent aufgenommen. Mit dem Kontokorrent, da zahlen sie 9 oder 10% dafür, da können sie sich auch vorstellen, dass sie mehr erwirtschaften. Oder im Bankdarlehen, wenn ihr Darlehen für 4,5 oder 5% aufnimmt, dann weiß ich auch, mit dem Geld kann ich im Endeffekt mehr erwirtschaften oder mehr erarbeiten als die 4 oder 4,5%, die mich das kostet. Sonst würde ich ja das letztendlich nicht machen. Und die Vorteile auf einen Blick: Wir haben immer einen 100%igen Insolvenzschutz für den Mitarbeiter. Da kann also gar nichts passieren. Wir haben in der Regel mindestens 100% höhere Leistungen für den Mitarbeiter. Warum? Rechnen Ihnen auch vor, auch ganz einfach. Wir haben eine 100% freie Liquidität für den Unternehmer, also es steht zur freien Nutzung zur Verfügung, und wir haben eine 100%ige Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Das erleben wir in allen Betriebsversammlungen, die wir abhalten. Ich bin hier weniger dabei, der Herr Jörgisch ist hier in der Regel meistens dabei. Das ist einfach ganz groß. Ich weiß, heute ist ein Unternehmen beraten worden, da war vor 3 Wochen die Mitarbeiterversammlung, da haben die Mitarbeiter laufend nachgefragt, wann kriegen wir endlich die Beratungsgespräche, wann geht's los, weil einfach das wirklich als was ganz Tolles, ganz Großes, ich sage manchmal was Epochales, vom Unternehmen verstanden wird und von den Mitarbeitern auch wirklich honoriert wird. Und wir haben natürlich dadurch wirklich Mitarbeiterbindung und Vorteile bei der Mitarbeitergewinnung erreicht.